Und wir haben sie. Wir werden sie mal benutzen. Ihr seht jetzt vielleicht oben links, müsste es dann bei euch sein, diese Anzeige, das gibt an, wie viele Schüsse wir frei haben. Diese Glyphe hier, Glyphen sind sozusagen Zaubersprüche. Das hier kostet uns 0 Zauberenergie, das hier 1. Wir benutzen es. Und Kabusch. Im Prinzip eine Fähigkeit, die alle Gegner zurückwirft. Hier wird es wieder aufgefüllt. Jetzt haben wir wieder 2. Und das Ganze kann ziemlich nützlich sein. So, dann gibt es hier unten kein weiteres Geheimnis. Es gibt noch eins in diesem See, aber dafür fehlt uns eine weitere Fähigkeit. Weshalb wir jetzt einfach zum Heiligtum zurücklaufen. Hoffentlich finde ich jetzt den Weg. Bitte sag mir, dass das der richtige ist. Das hier ist jetzt der See. La 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 la. Okay, ich glaube, das hier ist schon zu weit gepeilt, oder? Ja, ihr seht hier diese Wand. Wir können aber nicht klettern. Deshalb ist das noch ziemlich nutzlos. Wir werden aber auf jeden Fall hierhin zurückkehren, wenn wir klettern können. Kommt man hier hoch? Nein. Hier hoch? Nein. Ah, okay, hier geht's wieder hoch. Und wir sind über Land. Kehren in die normale Welt zurück. Die materielle. Gehen in den Teleportraum. Und teleportieren uns einfach schnell. Und zwar zum, nicht zum Anfangspunkt, nein. Oh Gott, die ganzen Symbole sich zu merken, ist kompliziert. Ja, das war Raziels Clan-Gebiet, das da. Das ist also dann das Richtige. Hoffe ich jetzt zumindest mal. Ja, doch, wir sind richtig. Hierdurch aus dem Teleporterraum raus. Wir sind jetzt wieder südlich vom See der Toten. Was heißt südlich? Ich habe keine Ahnung, wo hier Süden, Norden, Osten, Westen ist. Wir haben auch keinen Kompass. Aber immerhin haben wir jetzt eine Fähigkeit, die Fähigkeit des durch Gitter durchgleiten, was uns gerade hier nützlich ist. So, wir bekommen diese Spezialleben hier. Noch 3 und wir haben eine größere Lebensanzeige. Dann holen wir uns hier schnell eine Seele, hoffen, dass wir nicht getroffen werden. Switchen zur materiellen Ebene. Und werden kurzzeitig. Ich werde euch mal die Glyphe an tatsächlichen Gegnern zeigen. Geil, oder? Und das ist noch die schwächste der Glyphen. Es gibt unter anderem auch Glyphen, die gerade auf die speziellen Schwächen der Vampire abzielen. So gibt es zum Beispiel auch eine. Ich werde nicht alle verraten, aber eine kann ich gerade verraten. Eine Sonnenlichtglyphe, die den Raum halt mit Sonnenlicht füllt, was gegen die schwächeren Vampire sehr stark ist. Und die anderen werde ich jetzt nicht verraten. Wir werden es erleben. Aber zuerst switchen wir hier wieder durch unendlich viele Portale. In diesen Raum holen uns die Seele. Gehen zum Materiellen und betreten das Heiligtum.
Die Säulen von Nosgoth. Raziel. Kain! Der Abgrund war ungesund. Ich bin deine Schöpfung, Kain. Du kritisierst dein eigenes Werk. Was hast du meinem Clan angetan, Entarteter? Du hast kein Recht. Was ich erschaffen habe, kann ich auch vernichten, mein Kind. Verflucht seist du, du bist kein Gott. Wie kannst du ganze Völker gewissenlos morden? Gewissen? Du wagst es, dieses Wort zu führen? Nur wenn du die volle Bedeutung der Wahl verspürt hast, solltest du es wagen, mein Urteil in Frage zu stellen. Deine Lippenspanne ist nur ein Wimpernschlag, verglichen mit all dem Zweifel und Bedauern, das ich mit mir trage, seit mir Mortanius einst das Licht verweigerte. Zu wissen, dass das Schicksal der Welt von der Klugheit all meiner Handlungen abhängt, wagst du zu ermessen, wie schwer ich an meiner Wahl trage? Meine Wahl wäre eine andere, Kain. Schau dich um, Raziel. Schau, was aus unserem Reich geworden ist. Dies ist das Ende eines Zeitalters. Die Clans sind in alle Winde Nosgoths verstreut. Dieser Ort hat keinen Nutzen mehr. Genau wie du. Der Soul Reaver, Kains Klinge aus grauer Vorzeit. Älter als jeder von uns und tausendmal tödlicher. Die Legende besagt, dass die Klinge verteufelt war und wuchs, da sie die Seelen ihrer Opfer verschlang. So tapfer wir uns auch gaben, wir wussten, was es hieß, wenn Kain in seiner Wut den Soul Reaver zog. Es bedeutete das unmittelbare Todesurteil. Ja gut, Kain kann sich teleportieren und tödliche Lichtblitze mit dem Soul Reaver senden. Ein Treffer davon und wir sind tot. Wir müssen einfach immer schnell genug zu ihm laufen und ihn treffen.